Im Südeichsfeld in Katharinenberg an der Kirchruine beginne ich diesmal meine kleine Wanderung. Die Kirchruine, eine ehemalige Wallfahrtskapelle aus der Spätgotik, werde ich nun zuerst einmal von außen und innen besichtigen. Ohne Dach und ohne Turmspitze, mit offenen Fenstern, macht die Kirchruine doch einen sehr interessanten Eindruck auf den Besucher. So gibt es wohl auch verschiedene Meinungen, dass die Kirche doch einst vollendet war, wo andere eben davon ausgehen, dass sie nie richtig fertiggestellt wurde. Ich bin ja an diesem Tag nur in dem nicht überdachten Turm und in dem Mittelteil der Kirchruine gewesen. Der mit einem Dach versehene Chorraum im Ostteil der Kirchruine dient heute als Dorfkirchlein von Katharinenberg. Die kleine Kirche war ja geschlossen, aber ich konnte in Erfahrung bringen, dass ein Schnitzer, ein gewisser Herr Hunold aus Birkungen, einige Ornamente an dem schönen Altar geschaffen hat. Nach knapp 100 Metern kam hier eine kleine Sitzgelegenheit und ich konnte hinunter auf den Ort Diedorf schauen. Und hiernach begab ich mich dann auf meinen kleinen Wanderweg heute. Es ging dann in Richtung Kolonnenweg, kam am Andachtsplatz Scharfloh vorbei, dann an dem ersten Grenzturm, ging auf dem Kolonnenweg, kam zu einem zweiten Grenzturm und hiernach bin ich dann aber doch wieder zurückgegangen, weil ich nicht wusste, wie weit es war bis zu der sogenannten Agentenschleuse. Nach den vielen stürmischen Tagen ist man froh, dass die Sonne scheint und somit habe ich mir heute mal einen Weg ausgesucht, der nicht unmittelbar durch den Wald führt, wo man so die Vorfrühlingssonne einmal richtig genießen kann. Auf gut ausgeschilderten Wegen ist man bei diesem schönen Wetter auch nicht allein unterwegs. Knapp einen Kilometer war ich hier unterwegs und bin dann am modernen Andachtsplatz Scharfloh angekommen. Einige hundert Meter weiter kam dann eine Wetterschutzhütte, die sich dann hier nannte am Scharfloh. Die nächsten Schilder wiesen mich dann auch auf den Weg hin zum Grenzturm und zur Agentenschleuse. Nun habe ich auch den befestigten Rad- und Wanderweg verlassen und gehe erst einmal hinauf zum ehemaligen Grenzturm. Der Grenzturm hier in Katharinenberg ist ein ehemaliger Führungsturm der Grenztruppen der DDR und ist heutzutage zu einem kleinen Museum umgebaut. Verwaltet wird das Museum vom Heimatverein Wendehausen und die Öffnungszeiten sind auch gut hier leserlich angebracht. Und da ich außerhalb der Öffnungszeiten da war, habe ich die Sonnenbank genutzt und auch gleichzeitig die schöne Aussicht hier in der Gegend genossen. Bis zur Kirche nach Effelder und weit darüber hinaus kann man von hier aus schauen. Mein Wanderthema lautete ja heute unterwegs im Eichsfeld auf dem Kolonnenweg. Auf diesem bin ich nun auch angekommen. Der Kolonnenweg wurde früher von den Grenztruppen zur Sicherung der Grenze genutzt und besteht zumeist aus zwei nebeneinander verlegten Betonplatten. Öfters biegen hier oben weitere Wanderwege links und rechts ab.
Einige Meter neben dem Kolonnenweg verläuft hier ein Graben. Er wurde zu früheren Zeiten als eine Art Kfz-Sperre genutzt von den Grenztruppen. Nun bin ich am Wartburgblick, aber man muss schon eine genaue Vorstellung haben, um sie da drüben zu sehen. Und auf der anderen Seite steht so eine Art Wetterstation. Der Kolonnenweg führt hier schnurgerade aus und ich komme dann auch an dem zweiten Grenzturm an. Noch einmal zurückgeschaut und dann ging es weiter in Richtung Agentenschleuse. Aber ich wusste wirklich nicht, wie weit dieser Weg noch sein wird. An dieser Stelle hatte ich nun doch abgedreht, habe etwas gegessen und mich auf den Rückweg nach Katharinenberg gemacht. Zurück bis nach Katharinenberg waren es ja nun auch noch so ca. 3 Kilometer. Bevor ich in Katharinenberg angekommen bin, hatte ich mir überlegt, ich könnte ja mit dem Auto bis hinter Wendehausen fahren und von dort aus noch einmal den Weg zur Agentenschleuse in Angriff nehmen. Und nun bin ich auch schon am Rastplatz Dreikreiseck hinter Wendehausen angekommen. Auf den hier angebrachten Tafeln habe ich dann einige Informationen gelesen und dann bin ich auf der anderen Straßenseite den Kolonnenweg wieder in Richtung Grenzturm hinaufgegangen. Bis zur Agentenschleuse sollten es so circa 1 Kilometer sein, also habe ich mich hier den Kolonnenweg bergauf gemacht, bin bis oben an einen Rastplatz gegangen und danach wieder zurück zum Auto. Ich gehe jetzt also den Kolonnenweg in entgegengesetzte Richtung, also wieder in die Richtung nach Katharinenberg. Nun führte mich mein Weg hier durch ein Waldstück, wobei es auch dann relativ steil bergauf ging. Nachdem es ein Stück durch den Wald gegangen ist, bin ich hier wieder auf einer sonnigen Lichtung angekommen. Lichtungen und engere Waldpassagen wechselten sich hier laufend ab und ich hoffte, dass ich dann bald an meinem Ziel ankommen würde. Und nun fiel mir ein nagelneuer Hochsitz ins Auge und ich bin hinaufgestiegen und wollte einmal sehen, wie die Sicht eines Jägers von hier oben ist. Vom Hochsitz wieder hinunter konnte ich auch schon ein Stück ehemaligen Grenzzaun sehen und ich war dann an der Agentenschleuse angekommen. Erst einmal schaute ich hinein und dann informierte ich mich dann an den dazugehörigen Tafeln über diese Agentenschleuse. Und nun hatte mich der Ehrgeiz gepackt. Ich wollte auch einmal wie ein ehemaliger Agent durch diese Röhre in das westliche Gebiet gelangen. Auf allen Vieren kam ich dann auf der anderen Seite heraus, ging noch ein Stück in den Wald und drehte dann um und ging wieder zurück zum Kolonnenweg. Ab diesem Stück Grenzzaun folgte ich dann den Wegweisern noch ein ganzes Stück, den Kolonnenweg, den Berg hinauf. Den Weg hier hoch bin ich jetzt eigentlich nur noch der Neugierde halber gefolgt, um mal zu sehen, wie weit es noch bis oben zum Plateau ist
und ob ich vielleicht auch sehen könnte, wo ich vor circa einer Stunde abgedreht hatte. Nach einigen hundert Metern kam ich dann an einem weiteren Rastplatz an. Von hier ging ich noch einmal so circa 100 Meter und dann hatte ich es geschafft und bin oben auf dem Hochplateau angekommen. Hier habe ich aber gleich wieder abgedreht und habe dann auch den Weg zurück zum Parkplatz genommen. So, nun ging es wieder zurück und mit einer herrlichen Aussicht bis hinüber zum Heldrastein konnte ich dann für heute meinen Wandertag beenden.